intuitiv essen. Was bedeutet das eigentlich? Leider ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass viele Menschen dieses Intuitive ein bisschen verlernt haben. Ist aber auch sehr schwierig. Wir leben in einer so schnelllebigen Welt. Alles muss sofort erledigt sein. Wir haben Stress in jedem Bereich unseres Lebens. Alles fordert uns und wir wissen teilweise schon nicht mehr, was wir zuerst machen sollen. Da bleibt natürlich die Zeit, die wir uns nehmen für Essen, für gewisse andere Tätigkeiten. Vielleicht bleibt das auf der Strecke. Deshalb möchte ich hier wirklich einen Schwerpunkt legen und euch einen kleinen Stups geben in die Richtung, achte mal auf dein wirkliches inneres Gefühl. Denn ein Lebensmittel, das man erst seit kurzem isst, ist nicht das, was einen krank macht. Krank macht einen Emotionen, die wir haben, Gefühle, die wir nicht rauslassen können. In erster Linie aber auch, wenn wir eine lange Zeit lang dem Körper nicht das geben, was er benötigt. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich miteinander sind und tief in uns hineinspüren, dann müssen wir teilweise zugeben, dass diese, ich sage jetzt mal Pommes frites und Schnitzel, alles mit Transfetten uns zwar schmeckt, aber schlussendlich unserem Bauch nicht besonders gut tut. Das heißt, was können wir tun? Wir können einerseits das Wissen, was wir haben, was ich euch jetzt versuche, ein Jahr lang auch mitzugeben, zum Beispiel, dass wir auch Nahrungsmittel essen sollten, die der Körper benötigt, damit seine Zellen gut funktionieren, damit wir wirklich bis oben hin mit Nährstoffen bedeckt sind, so dass ihm das gar nichts ausmacht, wenn er einmal ein Schnitzel isst und die Pommes frites und das Ketchup und alles, was noch dazu gehört, darf er ruhig alles essen. Aber intuitiv heißt, der Körper sagt so, ich habe jetzt nicht ganz das ganze Schnitzel aufgegessen, sondern beim vorletzten Bissen, eigentlich habe ich gar keinen Hunger mehr. Eigentlich ist auch mein Gusto jetzt schon befriedigt. Ich muss es nicht aufessen. Warum muss ich es aufessen? Ja, früher hat man uns vielleicht dazu gebracht, du musst den Teller aufessen. Heute ist dem aber nicht mehr so. Und das möchte ich euch so ein bisschen mitgeben, darüber nachzudenken. Wie fühle ich mich? Was brauche ich, was braucht mein Körper? Und wenn man den Kampf loslässt und alles, was man bis jetzt gelernt hat, was mit Diäten zu tun hat, und sich wirklich darauf einlässt, zu spüren, nämlich im Kopf, im Bauchbereich, im ganzen Körper, dann wird man draufkommen, dass der Körper einem hilft. Der Körper sagt einem, jetzt habe ich Lust, einmal einen Vitalstoff zu essen. Und es wird nach und nach zur Gewohnheit und das allgemeine Wohlbefinden ist dann etwas, was wir jeden Tag empfinden können. Zusammengefasst bedeutet intuitiv essen, lege jeglichen Kampf ab. Spüre in dich hinein, körperlich, aber auch seelisch, wie es dir dabei geht. Trenne jegliche Emotion vom Essen und dann bist du schon am richtigen Weg. Viel Erfolg!